Ja, zu so später Stunde. Wir spielen Indigo Park. Ich habe schon einiges davon gesehen und gehört. Und ich freue mich drauf. Das Spiel ist gratis, zumindest das erste Kapitel. Und ja, wir legen gleich los. Neues Spiel. Ja. Und da ist er auch, der Raccoon auf der linken Seite. Who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation Warum muss ich jetzt captures a irgendwie an glimpse Mike of the Zuckerberg exciting denken? potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy and fantasy, Okay, where der your Park ist schon vor dreams langer hold Zeit eröffnet. Ja. Das sieht interessant aus. Genau, ein toller Dialog. So schön kann man das gar nicht lesen. Ja, der Park ist anscheinend vor langer Zeit geschlossen worden. Da ist der Raccoon. Steht hier Hobbys? Laufbild und Preis. Birds of a Feather, also Vögel einer Feder. Ja, meine Vermutung ist, dass wir jemanden spielen, der Lost Places besucht und wir jetzt den Indigo Park besuchen als Lost Place. Ich konnte den Dialog jetzt vorhin nicht lesen, weil das konnte man nicht stoppen oder irgendwie sich angucken. Aber ich denke mal, dass es so ungefähr ist. Und jetzt warten wir ab. Die Ladezeit ist lang, aber... Okay. Finde den Weg in den Park. Oh, es ist auf Englisch. Da steht die. Kann ich zurückgucken? Oh, ich bin eingesperrt. BASD läuft man. So ungefähr sehen auch die Mülltonnen in Disneyland aus. Das ist nur so am Rande. Schöner Mond. Grillenzirpen. Oh, da ist er. Da ist er, der Rambley. Oh, der viele Müll. Finde es immer irgendwie. Kommt das auch hin? Ist immer irgendwie traurig. In so Vergnügungspark oder so. Wenn das irgendwie dann so zerstört ist oder so verlassen ist oder so. Ja. Kann ich das aufheben? Hi there, and welcome to Indigo Park!
the world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2,920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Das sind ungefähr 7 Jahre. Congratulations! I'm Rambly, Rambly the Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Schön. Ach, press E zu interagieren. Okay. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. I don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Ja. Or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Oh, ich kann's auch kaum erwarten, Rambly. Weil ich liebe ja Freizeitparks. Ich liebe die wirklich, ne? So, also meet Rambly am Haupteingang. Ein collectible. What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Hold on. My mistake. The gate is not open. Yeah. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini Rambly venture. Have fun! Ja, da werde ich Spaß haben. Juhu. Im dunklen Hünenpark. Ah, the Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Ja, ich glaube, da fehlt ein Zahnrad. Oh! Was haben wir denn da Schönes? Ein Zahnrad fehlt. Wo ist es denn? Da ist es. Na? Ich hab's. Und jetzt da. Rein mit und. Na? Ich kann das nicht mehr. Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park! Ja, welcome! Ich freue mich. Hier wächst bloß viel Fun und... Oh. Ah! Der Vogel! The birdie! Press F to toggle your flashlight. Ah, man kann es ausschalten. Okay. Der Souvenirshop. Bank zum Hinsetzen. Schöner Eingang. Wirkt halt alles so verlassen, weil, naja. Und wieder was gefunden. Ein Plüschi. Weil, ja, war halt verlassen. Geschlossen. Die Frage ist eben, was ist Rambly? Ist das eine künstliche Intelligenz, wo hier halt beide aktiv ist und wo hat er seine Energie her? Geht es weiter? Geht es nicht weiter? Hm.
silly, Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserve areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Oh, toller Souvenirshop. Ui. Leider ein bisschen. Here you go, buddy. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Ja, cool. Sieht im Disneyland nicht so cool aus. Da hat man ja eine Karte und nicht so. Uh-oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Ja, bevor ich das mache, ich guck mal, ob ich hier noch Collectibles finde. Ui. Das sieht schon cool aus. Also denn. So, kann ich da rein tun? Nö. So ein fiktiver Vergnügungspark sich da auszudenken und oh, ich kann da gar nicht rüber. Ich will so ein T-Shirt. samt Merch, das ist schon cool. Das ist schon cool. Hooray! Great work, buddy! Now try entering the park, and we can start our Indigo adventure! Ach, die Tür geht nicht auf. Ja, gut, coole Klamotten. So, ich bin drin. Das erinnert mich schon stark an Disneyland. Walt Disney und Mickey Mouse. Bloß ist es nicht Mickey Mouse, sondern der Rambly. So, ich halte natürlich auch Ausschau nach Collectibles. Indigo Park. So, da bin ich reingekommen. Jetzt Pretzel Dog. Nicht Hot Dog, sondern Pretzel Dog. Oh, da kann man auch rufen. Ja, nice. Aber ich sehe jetzt keine Collectibles mehr. Was sind das für Lichter da? Ach, das ist vom Eingang. Okay. Und da. Okay, und da vorne weitergehen. Also zur Information, das Spiel schimpft sich Horror Game. Ich spiele ja nicht... Oh, die Kamera bewegt sich. Ja, okay. Das spielt sich Horror Game und ich spiele ja eigentlich nicht so gerne Horror Games. Indigo Park soll ein bisschen sanfter Horror sein und ein bisschen eher wo was erkundet wird. Women's Restroom, Men's Restroom. Ist hinter uns jetzt gerade, ist alles eingestürzt? Ich nehme mal die Plakate an. Molly's McCars, okay. Ich gehe mal auf die Toilette, ja. Was sein muss, muss sein. Collectibles? Nein, kein Spiegelbild, nix. No. Nix. Nee, keine Collectibles. Da freut sich die Klofrau. Oh, ich guck, ich will mal die Plakate angucken.
die sind ja beleuchtet. Cool. Ah, ich mach's Licht wieder dran. So, dann gehe ich mal in die Damentoilette. Ihr verpetzt mich doch nicht, oder? So. Ah. Was ist das? Kann ich das nicht aufheben? Okay. Hm. Doch, ich bin mir sicher, dass man das aufheben kann. Ja, in der Steuerung hat es sich so ein bisschen, ne? Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht gerade sehr begabt, was das angeht. Und von dem her, wenn ich da... Pardon our dust, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Ich muss sagen, die Railroad im Disneyland Paris, die gefällt mir richtig gut. Mir gefallen ja so diese ruhigen. Oh, der ist schon cool. Der auch. Diese ruhigen Fahrgeschäfte. Ich bin ja nicht so ein Action-Typ, was das angeht. Und das ist dann Mickey's Railroad, aber hier ist Rambly's Railroad. Guckt den mal an. Ich will eine Rambly-Statue haben. Muss ich da rein, oder? Okay. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Ja, dem Vogel werden wir noch öfters begegnen. Hoho. Das ist übrigens sehr realistisch nachempfunden. Diese Warteschlangen werden tatsächlich so organisiert mit so langen Wegen. Und wenn man natürlich alleine ist, dann... So, da bin ich. Hui. Ah, los geht's. Ich muss mal gucken, läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, sie läuft. Bei so Spielen immer Angst, dass was hinter mir ist. Deswegen. A Try to Fall Asleep habe ich ja einen Trick gefunden, wie man. Dass man die Monster nicht so sieht unter der Bettdecke. Ja. Oh, das ist so wie in It's a Small World. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Schöner Kaktus. Der guckt sehr freundlich. Oh, Rambly, du bist auch. Ich muss schon das Licht anmachen. Das ist schon so. Decke. Tief und schwarz. Ich will nicht hintergucken. It's Molly McCaw, the greatest pilot you ever saw. You sure are, Mall.
Why, he only crashed into 6 bars this week! I'm not crashing, Rambly! I'm barnstorming! What's barnstorming? It's crashing with style! It barely hurts at all! Say, those young adventurers you got along with you look like great pilots! Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop racing! Admission included with the Criticon. Also, es ist halt alles auf Englisch. Das ist ein bisschen schade, weil ich tue das jetzt nicht auch nicht 1:1 so simultan als übersetzen. Deswegen, wir lassen es einfach auf uns wirken. Wenn wir auch nicht alles verstehen. Aber wenn ich mich nicht irre, ist dieselbe Stimme von Rambly dieselbe wie auch von dem Roboter aus Try to Policy. So eine Mischung aus cute und cool. Du bist ja cool und cute. Wobei, das ist ja fast nur cute. Aber das ist nicht so cute. Oder gehört das zu Aufbau? Ah, das gehört, glaube ich, dazu. Das ist ja Dekoration. Diese Tiefenschwärze, die ist halt. Oder die Map zu Ende. Das ist cute, aber es soll auch irgendwo gruselig sein. Aber nicht zu gruselig. Ja, schon, ja. Ich habe halt das Gefühl, ich wollte irgendwas noch gegen jemand. Und Rambly wird der Endgegner sein, oder? Es ist nur, dass es ja ein Spiel ist, so wie zum Beispiel Poppy's Playtime. Poppy's Playtime mit diesem blauen komischen Monster. Da ranken sich ja auch da streiten sich ja auch die Gemüter. Da springt jetzt gleich was raus, oder? Oh, ich guck dich hin. Rambly, du bist bei mir, oder? Oh, Finley, come on out and greet the people. Hi, Rambly. Why the long face? And body. You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. Finley. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. Oceanic Odyssey. Warum soll die Gesicht anmachen? Das sieht aus wie so, Nessie oder Elliot das Schmunzeln. Na, Elliot das Schmunzeln wollen wir uns noch nicht, aber mit Nessie zum Beispiel. Das scheint eine Attraktion zu sein. Jetzt werden die verschiedenen Attraktionen vorgestellt. Was wollte ich vorhin sagen? Also, Poppy's Playtime war ja auch in so Kapiteln unterteilt. Das erste war kostenlos und dann war es irgendwie mit Kosten verbunden. Und ja, und Merch gab es dann zu verkaufen aus dem Spiel. Das wurde, manche sahen das kritisch und sagen so, oh, das ist Geldmacherei. Aber Leute, es gibt doch zu allem Merch. Wenn man das Licht ausmacht, sieht es gruselig aus. Es gibt doch zu allem Merch und das ist, finde ich, doch auch vollkommen in Ordnung. Merch ist in Ordnung. Man wird ja nicht gezwungen, Merch zu kaufen. Oh, das sieht aber ziemlich ramponiert aus. Rambly, sagst du nicht, dass ich hier mal war? Rambly? Oh, oh, get the ride back up and running. Reparieren, oder?
Ewok! Okay, ja, ja, ich repariere ja schon. Das sind die Zahnräder. Okay. Hallo? Ja? Da ist das Seemonster. Oh. Ein Collectible. Dankeschön. Aber irgendwo muss da noch ein Zahnrad rumliegen. Oh. Rembrandt, du bist ganz schön laut. Welche Mitarbeiter haben da wohl mal wieder geschlampert? Hop back on the ride! Yes! Wenn mich dieser Vogel da nicht wieder erschreckt, wenn ich vorbeilaufe. Erschreckst du mich nochmal? Nee. Die Türen gehen von alleine auf und zu. Das finde ich momentan gruselig. Weiter geht's. Also, für alle, wo das Video bis hierher angeguckt haben oder angucken, kann ich ja was verraten. Ich habe mir einen Rampley Plüschi schon bestellt. Im offiziellen Shop. Oder, naja, ich weiß nicht, ob der Shop offiziell ist. Aber, da hieß es, dass es zeitlich begrenzt ist und dann gibt es nie wieder den Rampley Plüschi. Ich weiß nicht, ob ich das so glauben soll, weil Merch gibt es ja immer dann irgendwie, wenn etwas beliebt ist oder wenn etwas erfolgreich ist. Erfolgreich, sagen wir mal erfolgreich. Und wir hoffen doch, dass das Spiel erfolgreich wird, ja. Weil wir sind auch Fans. Also, ich weiß noch nicht, ob ich ein Fan bin. Ich warte mal ab, also. Okay, der Leute. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire. Great act, Lloyd. Of course it was. I'm the real star. Lloyd, also, Rampley scheint Leuten nicht so wohlgesonnen zu sein. Irgendwo ist meine Hand plötzlich. Oder eher genervt von dem Löwen, der sich als Theatermime sieht. So. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah. Oh, Zugschad fahrt schon vorbei. Schade. Okay. Blub. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Ah, das sind so Fotos, wo gemacht werden, wenn man Achterbahn oder so fährt. Aha. Ist das da der Vogel, wo... Was ist denn, wenn ich Dings ausmache? Ja. Ist das da der Vogel? Hat er uns ja da schon verfolgt? Ein paar Monitore sind nicht in Betrieb. Aber was interessant ist, wir scheinen unsichtbar zu sein. Also da sitzt niemand drin.
Was steht da? Oh, das ist so eine Kasse. Oh, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Das Merch. Ich hoffe doch sehr, dass das Merch aus dem Spiel, aus dem Park, doch auch irgendwann auch richtig zu kaufen gibt. Wie denn das Licht hier drin eigentlich ausgeht. Weil so ein Ramble habe ich ja schon. Und den, wenn er geliebt, also den habe ich noch nicht, also er ist bestellt. Aber den zeige ich euch dann natürlich. Mache ich entweder ein Video hier oder auf Instagram oder so. Mal gucken. Mal gucken. Oder Marshall präsentiert den Ramble. Machen wir so eine Kooperation. Aber diese T-Shirts. Was ist da vorne drauf? Das sind Ramble T-Shirts. Das ist schön. Das ist... Oh. Oh. Das ist das Riesenrad da hinten. Wo der große Ramble drauf ist. Ja, und der Big Bang. Und ein blauer Mond. Blue Moon. Ja, das ist so wie... So wie im Disneyland eben... die Mickey Mouse ist das hier halt Ramble. Also funktioniert. Ja. Gut, wir haben hier den Strom eingeschaltet. Lloyd's Main Station Theater. Ich halte natürlich Ausschau nach Collectibles. War da oben im Laden vielleicht ein Collectible? Da muss ich nochmal zurück. Wie das echte Disneyland oder wie überhaupt ein Freizeitpark sehr detailverliebt. Überall die Symbole und so. Gibt es da noch was einsammeln? Oh, come on, bitte. Nö. Nein. Nix. Gewesen. Nee. Okay. Dann gehen wir mal in den Park. Boah, ist schon ziemlich dunkel. Gut, die. Er ist ja in die Jahre gekommen. Oh, da ist auch was eingestürzt. Sieht aus, als ob ist der Park bombardiert worden. Das ist ja nicht normal auf dem Fall. Shake-ups. Ah, da kann man. Da kann man. Oder da konnte man drauf. Ui. Tolle Gebäude. Buddy, come over here. Wo soll ich hinkommen? Da? This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Mm-hmm. Ah, das ist das, was wir schon alles gesammelt haben. Oh, I got this. I know the commercial by heart. Wow, it's the unlimited edition Rambly the Raccoon Raction Figure. Push him down and he jumps. Push him up and he doesn't. Only $19.99 at your favorite toy store. She's always been my best friend. Did you know she builds planes in her landing pad at the park? And then she crashes them. She's so talented. Ja, sie ist wirklich sehr talentiert, wenn sie die Flugzeuge gebaut hat. Oh, Lloyd. Er mag Lloyd nicht, ne? Congratulations! You found me! Don't I look adorable? Aber wie, Ramblin'?
Rambly ears? Those used to fly off the shelves. That pair's pretty damaged, though. Keep your eyes peeled. There's gotta be at least one more mint condition set out there somewhere. Like a yard sale. Cool. Du schon alles gefunden. Boah, die Uhr, ne? Big Ben? Big Ben? Wo soll ich jetzt hingehen? Ich guck mich mal ein bisschen um. Geschäfte, Shop of Photos. You will buy Moon Knight. Okay. Es ist halt, ich habe vor ein paar Tagen den Begriff gehört. Das hat eine bestimmte Bedeutung, wenn etwas ganz leer und verlassen ist. Dass es so ein bedrückendes Gefühl gibt. Das ist jetzt hier nicht ganz so, weil man hört ja das Grillen zirpen und das redet auch immer irgendwie jemand oder so. Aber wenn so ein Freizeitpark so leer ist und jetzt nicht, weil er geschlossen ist, sondern weil er halt also wirklich geschlossen und verlassen ist und nicht mehr genutzt wird. Da ist doch bestimmt ein Collectible drin, oder? Die Eisdiele. Na? Das erweckt bei mir eher was. Oh, das ist so irgendwie traurig, ne? Café de Rat Solaver. Man muss sich vorstellen, so ein richtig berühmter Freizeitpark, so wie Disneyland oder Holiday Park oder so. Und der wäre dann so total verlassen. Oh. Essen ist auch verdorben, oder? Ja. Ja, seit 7 Jahren rum. Ich habe es nämlich ausgerechnet, diese 2800 irgendwas Tage, das sind rund 7, fast 8 Jahre. Ja, das ist schon irgendwie. Ja, das ist schade. Wo muss ich hin? Da ist der Theater. Kann ich auch rennen? Oh ja, mit Shift. Warum renne ich nicht? Na? Oh, geht noch nicht. Wo muss ich doch hin? Ich habe mich doch vorhin gerufen, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Da oben war der Shop. Ich renn mal. So, das war. Ach, da war ich ja gerade. Okay. Da. Wo hat denn der mich gerufen? Ist das Blaues? Da war ich da vorhin bei, das ist doch dieses Info-Dingens. Muss ich das nochmal? Okay. Vielleicht. Fenster. Verschlossene Türen. Well, look at that! Ach, da you're ist at Jetstream Junction! Oops! Looks like Jetstream Junction's being tuned up! Last I checked, there's a security office in the back
the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in. Oh, God. Ja, okay. Ich muss ins Theater und dort den Schlüssel holen. Und natürlich ist der hinter der Bühne, das ist ja klar. Also immer da, wo es gruselig ist. Ja? Live. Also muss ich jetzt extra dahinter laufen, damit du mir das sagen kannst? Jo. Dann gehen wir mal ins Theater. Oh je. Natürlich immer nach Collectibles. Ich will sie alle haben. Okay. Ein Löwe auf der Flucht. Ich habe Angst, dass ich mich jetzt gleich erschrecke. Hey, buddy, I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Okay, buddy. Das ist in Horror-Games immer so. Man muss den Schlüssel finden. Ja, ja, ja. Während einer ein Monster verfolgt. Ist immer so. Oh, ist hier irgendwas? Ach, da ist er ja. Na? Habe ich ihn? Okay. Jetzt kann ich den Chatstream Junction. So unheimlich.
braver Löwe. Braves Miezekätzchen. Hallo? Warum geht die Tür nicht auf? Wow! Okay. Aha, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Madame. CZB. So, das war mein letzter Auftritt hier auf der Bühne. Ich renn jetzt. Oh, ja. Das war ja mal richtig spannend. So. Rambley, willst du nichts sagen? Also jetzt muss ich zu Jetstreams Junction. Erinnert mich an Propwash Junction. Und wir wissen alle, Propwash Junction ist ja die Stadt der Flugzeuge. Aus Planes. Ich habe jetzt kein Collectible da drin gefunden. Ach, wo renne ich nicht hin? Ich habe jetzt da kein Collectible drin gefunden. Hab's bestimmt verpasst. Weil ich mit dem Löwen so beschäftigt war. Ja, Lloyd. Liebe Lloyd. Ja. Schöner Himmel. Schön blau. Aber was? Ach, was soll's? Was soll's? Es ist ja die Demo-Version. Ah, nee, es ist nicht die Demo-Version, es ist das erste Kapitel. So, wird ein Schuh draus. Werde ich dann sehen, ob ich es verpasst habe oder nicht. Was ich verpasst habe oder nicht. Jetstreams Junction. Say, why don't you check out Molly's Rooftop Races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just taken up at Molly's landing pad. Cold drinks. Yummy. Aber so sind Freizeitparks auch so aufgebaut. Also da braucht man ja auch viel Platz. Ja, hallo. Schöner Vogel. Aufspringen. Das Berühren der Figuren ist verboten, ja? Ich habe was einsammeln. Oh, Mollys Garage? Garagen? Garage heißt ja auch Autowerkstatt oder Werkstatt. Boah, eine riesige Halle. Und da oben, da hängt's Flugzeug. Ah, da kann man essen. Cool. Was gibt's denn da Schönes? Build your burger. Indigo Special Loaded Hot Dog. Oh, oh, oh. Bird up. Cola. das sind halt die bekannten Marken, aber. Weil sie die halt nicht benutzen dürfen, haben sie erfundene Marken reingemacht. Das ist schon schön. Aber hier kann man. Erinnert mich ein bisschen an die Stark Factory im Disneyland, Paris. Ist auch so. Sieht auch so industrial-mäßig aus. Ja, das ist schon cool. Sammeln. Nö.
kann überall hinlaufen, aber nichts einsammeln. Naja. Hier. Ach nö, bin ich jetzt umsonst da hochgelaufen? Das Flugzeug ist runtergefallen. Schade. Hat sie jetzt umgedreht oder bin ich von... Ah, ich bin von da gekommen. Oh Gott. Ist schön cool. Also so die Pappaufsteller, die würde ich mir auch irgendwie zu Hause hinstellen. Aber auch hier gibt es nichts zum... sammeln. Ein Game. Ein Minigame. Und ich fürchte, es ist Jump'n'Run und ich bin wahnsinnig schlecht in Jump'n'Run. Oh no, Molly's plane crashed somewhere in Bramley Woods. In Bramley Woods. Das ist auch mit mir als Dave. Okay, ich springe. So, also für alle, die gerade eingeschaltet haben, das Video ist, ich muss gleich sagen, das Video ist geschnitten, weil da gibt's ein, nee, hier habe ich schon alles angeguckt, da gibt's ein Minigame und ich bin zu doof für sowas, also diese, also da steht's. Ich bin zu doof für sowas. Deswegen seht's mir nach. Ich kann sowas nicht. Diese Jump'n'Run-Sachen, die sind echt nicht meins. So. Ja, machen wir mal weiter.
nicht schon gewesen. Oh, gibt's da noch irgendwo? Okay. Oh. Oh no! This is horrible! Looks like Molly crashed into the ride again! Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial! We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cooldown after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Wie die KI von Rambly hier den Service anruft, und dann heißt es ja, der Service ist ja Rambly. Ich kenne das Gefühl, dass da, wenn man einen Service anruft und der Service sagt, da war ich ja gerade, okay. Wo muss ich hin? Hallo? Ich glaube da, oder? Ja. Oh. Ist das Licht hier drin? Ah, ich weiß es lieber. Das ist ja schön bunt. Ein Musik ausgegangen. Oh, ich gehe erstmal darum. Erinnert mich ein bisschen an das Jump in Heidelberg, das es nicht mehr gibt. Hui! Solche Indoor-Spielplätze. Ah, diese Röhren. Platzangst lässt grüßen. Das Dreieck, okay. Grünes Dreieck, grünes Dreieck.
Dreieck. Hallo? So normal runterspringen. Was war das? Grünes Dreieck und gelber Kreis. Ja. Was war das jetzt? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Oh. Okay, grünes Dreieck und gelber Kreis. Dreieck ist schon grün. Ist diese fröhliche Musik weg? Ach Mensch. Rot fehlt noch. Rot. Jupp. Ah, jetzt bin ich wieder unten. Kann ich da wieder rein? Rot fehlt noch. Turning Red. Darum oder da? Ich gehe mal da rein. Rot und Blau fehlt noch. War das Blau? Oh, ich hab's vergessen. Wo ist denn der Tunnel? Ah, da. Okay, ich muss da rüberspringen, ne? Sag mal, warum schaffe ich das nicht? Ich bin zu blöd für so. Jump and run, ja? Das ist halt. Angst lässt grüßen. Grünes Dreieck. Aber Rot fehlt noch. Muss ich hin?
Warte, Stern? Blauer Stern. Ja, ich will doch dahin. So doof ist sowas. Bin ich drin? Oh Gott, ey, was war? Ah, okay, ich muss. Blauer Stern. Das Büdische. Wieder lächeln. Blauer Stern. Und rot. Was war rot? Rot. Hallo? Komme ich jetzt nicht raus? Also blauer Stern. Oh, da kann man halt mal warten. Komm. Das war's schon. Okay. Schwan im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Es geht um den Vogel jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin. Weil diese fröhliche Musik weg ist. Weil gleich die Action hier losgeht. Ah, da. Ach, oh je. Herkomme. Molly hat mich gefangen. Sie kann Wörter nachsprechen, die to respawn. Ja, komm. Wir versuchen es nochmal. Das ist schon fies gemacht, ein bisschen. Aber gut, ich spiele ja nicht so oft Horrorspiele. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel. Das ist schon ein bisschen so. Kommt die da raus oder da raus? Ich weiß gar nicht, wo kommt denn die raus? Ja, da kommt sie raus. Hä? Habe ich jetzt. Ich bin noch nicht umgedreht, ich bin noch immer. Ach, wenn die mir entgegen. Es kann sein, dass die mir dann da entgegenkommt. Aha, okay.
Das muss einem doch gesagt werden. Und da ist Molly plötzlich gar nicht mehr so hübsch und so cute. Auf dem Bild da. Och, Rambley. Was hast du mir da eingebrockt, hä? Oh, dass ich auch immer diese Tür dann erst aufmachen muss. Oh, Manomet. Manometer. Aus technischen Gründen muss das Experiment hier leider abgebrochen werden, weil meine Steuerung komplett versagt hat, aber ich bin mir sicher, in der nächsten Woche, wenn die neuen Steuerungsmodule wieder da sind, dann können wir noch einmal neu starten. Ihr seht ja im Hintergrund, Molly hat ja schon jetzt gefrühstückt und ich wünsche ihr ja auch weiterhin guten Appetit und euch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Indigo Park und ich gehe mir jetzt ganz schnell einen neuen Controller kaufen. Keep Supernova over and out.